Hallo alle miteinander und willkommen zu Part 3 meines Fallout 4 Walkthroughs. Und ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, ich werde jetzt weiter gegen die Todeskralle kämpfen. Ich sehe sie schon da hinten im Nebel rumstalken. Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Ich will den Schwierigkeitsgrad nicht runterdrehen, okay? Ich will das so schaffen. Also, schauen wir mal, was passiert. Was ich nur wirklich völlig vergessen habe, ist, dass wir im Verlauf der Quest eine Lasermuskete aufheben sollten. Und die habe ich noch überhaupt nicht benutzt und ich denke, die werde ich jetzt mal ausprobieren. Die scheint ziemlich stark zu sein. Und ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es damit hin. Wir laden das Ding auf jeden Fall mal nach. Ach, du heilige Scheiße. Sieht stark aus, da hinten ist sie. Wir machen einen Schleichangriff und gucken mal, ob wir sie richtig hart erwischen können. Scheint so. Ich bin am Arsch. Okay, bevor wir jetzt den nächsten Versuch starten, möchte ich noch einen Skillpunkt irgendwo verteilen. Ich glaube, das macht die Sache auch ein bisschen leichter. Ich gebe mir mal eine erhöhte Schadensresistenz. Alles klar. Wünscht mir Glück. Okay, wie ging das noch schnell? Okay, hier. Ja, mach. So. Jetzt stehe ich vor dem Ding und lade immer schön langsam. Seht euch das an. Eine Todeskralle vor meinem Gesicht. Und der steckt immer wieder eine neue Batterie rein und kurbelt so ein bisschen an dem Gerät rum. Ey, ich muss diesen Anzug loswerden. Wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Kann ich das einfach ausziehen? Reicht das? Okay, wieso habe ich eigentlich zwei Eheringe? Ich habe das Gefühl, ich war nicht ganz treu. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich aus dem Anzug rausgehe. Das ist irgendwie ziemlich peinlich. Keine Energie halte zum Verlassen eh. Ich muss das Ding dann benutzen, bis es leer ist? Ist es das, was du mir damit sagen willst? Also jetzt bin ich auf jeden Fall draußen. So, und jetzt würde ich wirklich gerne dieses Viech da töten, wenn ich es dann mal hinbekomme. Okay, wir versuchen es. Das wird schon. Es wird schon Tag. So lange habe ich jetzt gebraucht. Und ich hätte davor vielleicht abspeichern sollen. Das ist gerade so ein Gedanke, der mir aufkommt. Aber egal. Weil ich das jetzt schaffen werde. Deswegen, ich muss gar nicht abspeichern. Ich bekomme das jetzt mit Anhieb hin. Oh, Kacke. Oh Gott, das ist so gruselig. Das ist so riesig groß. Oh Mann. Gott, das sieht aus, als würde da so eine Vogelscheuche stehen, diese unbenutzte Powerrüstung. Also keine Ahnung, warum es an dieser Stelle immer einmal außen rum läuft, aber gut. Das... Oh Gott, Jesus. Oh Gott, das hat mich verfehlt. Funktioniert. Oh nein, 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 nein. Ich muss nutzen, dass ich wendig bin. Ich muss mich hier verstecken. Das geht gut. Ich glaube, es bleibt hängen. Ich muss irgendeinen Bug für mich nutzen, um das zu gewinnen. Yay, es geht. Bleibt genau so, Todeskralle. Ja, sehr gut. Wenn das so weitergeht, dann schaffe ich das wirklich. Läuft ganz gut bis jetzt. Ich mache einfach so weiter. Immer auf den Kopf zielen. Ich finde es schön, dass das Ding gerade da festgebackt ist. Ich genieße das. Jetzt kann ich es tatsächlich gewinnen. Ich habe euch gesagt, ich schaffe das. Ich habe es euch gesagt. Einfach nur Geduld. Wie lädt ihr das Ding eigentlich nach? Der legt gar keine neue Zelle rein. Der dreht einfach nur da rum wie an der Kaffeemühle. Vielleicht war das mal eine Kaffeemühle und sie wurde einfach nur futuristisch aufgetunt. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich weiß endlich mal, was ich tue. Nutze die Bugs. Nutze die Bugs zu deinem Vorteil, Sai. Das haben sie gesagt. Und ich tat es. Und ich gewanne den Kampf. Ich gewanne den Kampf. Das klingt irgendwie falsch. Okay, mein Gewehr ist leer. Ich nehme jetzt die Schrotflinte. Oh, die macht noch mehr Damage. Wieso habe ich nicht die gleich benutzt? Aber egal, wir haben es bald geschafft. Auf Überleben, eine Todeskralle auf Level 3. Gebt euch das. Dann ist alles möglich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Okay, weißt du was? Ich finish dich im Nahkampf. Komm her, Bestie. Oh. Was hast du davon? Was hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst? So, hier hast du. Ich geb dir noch mehr. Friss dich. Ja, okay, das ist irgendwie ziemlich unfair. Ich denke, es ist tot. Ziemlich sicher. Wir haben's. Oh, was ist das? Pulowski Selbstschutzbunker. Ach, die kenne ich noch. Da sind bestimmt wieder Leichen drin. Nee, sogar mal nicht. Hier hätte ich mich vor dem Viech verstecken können. Also ich wusste, ich werde es schaffen, aber dass es jetzt mit dem zweiten Versuch so gut hinhaut, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nicht, dass wir so einen schönen Bug entdecken. Jetzt sind sie ja direkt hier unten. Alles klar bei euch? Ich habe das geregelt. Der dumme Vault-Bewohner hat es geschafft, okay? Okay. Ja, solltest du auch. Komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Ich sag einfach mal ja. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr. Alter, die ist ja gruselig. Ich habe es gesehen. Du bist ja noch schlimmer als die Todeskralle. In deinem Herzen.
Du hast das Loch gesehen? Du lügst. Bleib mir weg mit deinem Schicksal, Mist. Ich hab dich Auge in Auge einer 6 Meter großen Echse gegenüberstehen sehen. Das ist eine Todeskralle. Ein bisschen Respekt vor dieser Kreatur. Kann man nicht einfach eine Echse nennen. Ich bitte euch. Das dritte Auge. Aber du sollst mir nicht glauben. Du sollst mir nur zuhören. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Was, wirklich? Mein Sohn lebt? Gott sei Dank. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich. Oh shit. Oh fuck. Levolution. Boom. Hey, wieso fällt das nicht? Komm schon. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst? Yes. Geschafft. Leg dich nicht mit mir an, Welt. Nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Ich baue immer so viel Mist, ich bekomme die Hälfte nicht mit. Das Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Karte aktualisiert. Juwel des Commonwealth. Begib dich nach Diamond City. Du bist nutzlos. Du hast mir nichts erzählt. Das sind alles nur Mutmaßungen. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mars. Hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Scheinbar nicht. Ja, doch, ich habe eine. Ja, gut. Dann halt nicht. Meine Meinung ist wohl wieder nicht gefragt. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Was zum okay. Was war das gerade? Bist du wirklich eine Zauberin? Wie hast du das gemacht? Der ist einfach geflogen. Der ist geflogen! Ich bin sicher, Preston kommt mit allem klar, bis wir Sanctuary erreichen. Ihr habt ja mich. Macht euch keine Sorgen. Geht durch. Geht durch? Wieso kann ich nicht durch? Wieso kann ich nicht durch? Hilf mir, Mama Murphy! Mama Murphy? Ich kann nicht durch, jetzt ohne Scheiß. Help! Also, ich dachte schon. Was ist das für ein Zauber? Laufen wir jetzt wirklich in diesem Tempo zur Stadt? Wirklich? Komm, was macht der da eigentlich? Vibriert da einfach vor sich hin. Der ist gar nicht tot. Muss mal wieder auf Nummer sicher gehen, was? Nein? Na also, jetzt hat. Ja, und schon hört er auf zu zappeln, seht ihr? Ups, was? Ach, der hatte noch Muni. Okay, das habe ich nicht mehr gesehen. Sollte passen. Wie habe ich jetzt eigentlich dieses Loot-Menü geöffnet? Wartet mal, das war doch jetzt irgendwie ganz anders. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es gemacht habe gerade. Ist ja auch egal, wir gehen weiter. Sonst hängen die mich noch ab. Ich glaube, in dem Haus bin ich schon mal gewesen mit meinem Dodge Meat. Oh, was ist das eigentlich? Fleisch und Bohnen. Und hier haben wir Sugar Bombs. Komm her, so. Hier ist schon wieder eine Nuka-Cola Quantum. Ist das irgendwie ein Bug? Oder, ich weiß nicht. Spawnen Gegenstände neu. Nuka-Cola Quantum. Zweimal. Aus demselben Haus. Kann man mal machen. Und ich hole jetzt doch meinen Hund ab, wenn ich schon mal hier bin. Da ist er ja. Okay, Dodge Meat. Komm her. Los geht's. Junge, wir müssen gehen. So sieht das aus. Wo ist jetzt mein Dodge? Dodge? Wo ist er? Wo ist mein Hund? Wo ist mein verfluchter Hund hin? Hä? Dodge? Hä, was machst du da? Lass den scheiß Benzintank in Ruhe. Du kannst das nicht trinken. Was zum Geier machst du da? Ohne Scheiß. Lass das, Dodge. Hey. Lass das. Los geht's. Los, Junge. Wir müssen gehen. Nein, ich will aber lieber hier bleiben. Lass mich bei dem Benzin. Was ist... Ah, na, endlich. Ja, das sah so merkwürdig aus. Simpack, aufbereitetes Wasser. Das ist gut. Das kann man immer gebrauchen. Was machst du denn jetzt für komische Sachen? Du sollst mitkommen. Komm mit, Dodge. Hier rüber. Hier. Also irgendwie hat er heute keinen Bock. Oh scheiße, die entfernen sich immer mehr. Was machst du denn da? Komm doch mit! Nein? Vielleicht, wenn ich weiter weggehe, vielleicht folgt er mir dann. Wenn nicht, dann habe ich einen sehr guten Freund verloren. Er kommt immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Die lagen einfach so hier rum. Ich habe die nicht mal getötet. Ein Gammler-Outfit. Das nehme ich. Oh, shit, Alter. Dieser Anblick immer. Wenn man einen Mann einfach bis auf die Unterhose auszieht. Wenn man den Trash. Zwei Splittergranaten im Trash-Koffer hier. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Ja, natürlich. Ich helfe gerne Menschen. Wunderbar. Aber nur gegen Belohnung. Wir könnten mehr Leute wie dich gebrauchen.
Ach so, und falls du komm, Level up, Level. Yes! Willst, oha, wie viel kriege ich denn noch? Übertreib. Was haben wir hier? Kochstation. Ah, wie nice, hier kann man sich Essen machen. Braten. Eichhörnchen am Stiel. Das kann ich herstellen, richtig? Eichhörnchenbissen. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue, aber es funktioniert. Ich mache einfach alles, was ich machen kann und irgendwie wird es mir schon helfen. Ich krieg sogar Erfahrungspunkte fürs Kochen. Das war in New Vegas, glaube ich, nicht so. Aber ziemlich cool. Noch ein Grund einfach, alles einzupacken. Kühlschrank. Was ist das? Leere Milchflasche. Nee, kannst du dir sonst wo einstecken. Hundefutter in der Dose. Hey, perfekt. Das nehme ich für Dodge Meat. Vielleicht mag er mich dann auch wieder. Vielleicht folgt er mir dann wieder und lässt mich nicht im Stich. Eine Angel. Angel kann man immer gebrauchen. Das ist eine Kerze. Eine Kerze brauche ich nicht, weil ich habe das hier. Ich habe gerade herausgefunden, wie man das anmacht. Ich finde richtig cool, dass das grün leuchtet. Das erinnert mich ein bisschen an Daylight. Ein bisschen creepy, ein bisschen unheimlich. So mögen wir das. Ich will jetzt eigentlich schon noch ein bisschen die Häuser looten, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Okay, was haben wir hier? Provisorische Bombe. Feder hinzugefügt, Kupfer hinzugefügt. Habe ich das jetzt entschärft? Ich wette, die wäre hochgegangen, wenn ich direkt an den Tresor gegangen wäre, oder? Was ist... Noch eine 10mm, die liegt einfach mal so hier drin in der Dusche. Wahrscheinlich kann ich das eine mit dem anderen öffnen. Wir testen es einfach. Hook. Treffer 2. Hook, hook, hook. Tuck. Wieder 2 Treffer. Tuck, hook. Kork. Bin durch. Nice. Haha. Weil ich habe gecheckt, dass O und K richtig sind. Deswegen läuft doch bei mir. Sanctuary Hills. Ich glaube, das hilft mir aber nicht wirklich weiter. Ja, wie gesagt, ich mach's für die EPs. So, und jetzt öffnen wir das noch manuell. Ich hab's auf jeden Fall aufbekommen, immerhin. Impro-Pistole, davon habe ich schon genug. Schrotpatronen nehme ich. Silbergabel und Vorkriegsgeld. Ja, die Pistole lasse ich mal hier liegen. Okay, wird doch so langsam habe ich den Dreh raus. Und auch nach der Apokalypse sind die Räume immer noch auf 70 Grad geheizt. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Toll. Bei Red-Kakerlaken bekommt man auch noch Red Plus, wenn sie einen treffen. Kleines, mickriges Viech. Warte, ich habe was im Kühlschrank gesehen. Eine Nuka-Cola Sherry und Yum-Yum russische Eier. Auf meine Bum-Bum vielleicht noch irgendwas. Okay, ich mache mir jetzt einen Komfortgriff. Und einen verlängerten Lauf. Und was mache ich? Was geht überhaupt noch was? Abgesägter Lauf. Verlängerter Lauf wird ziemlich geil. Das macht aber natürlich auch Sinn. Man sägt eine Schrotflinte ab, damit man eine abgesägte Schrotflinte hat. Und im Nachhinein denkt man sich so, scheiße, was für ein Mist habe ich da angestellt? Ich will ihn wieder lang haben. Und dann baust du ihn wieder drauf. Okay, ich konnte nur meine 10mm verbessern. Und eine Coca-Cola, Fleisch und Bohnen. Na, und die Milchflaschen sind immer leer. Werde ich jemals Milch finden? Wir gucken jetzt, was im Tresor drin ist. Ups, das war voll... nicht verkacken. Nicht verkacken. So, das haben wir. Das wär's. 38er, wieso hat jeder eine Impro-Pistole eigentlich? So immer selbstgebaute Waffen einfach so. Und die schließen sie dann weg, für alle Fälle. Medex, Schrotpatron, Silbertafelmesser, Vorkriegsgeld. So, und die Impro-Pistole lasse ich wie immer zurück. So, wir gehen jetzt los. Ich habe noch nicht alles durchsucht, aber ich kann nicht jedes einzelne Haus durchgehen. Da werde ich mit dem Video-Editing niemals fertig. Ich check das immer noch nicht mit dem Einkaufswagen, der ist super merkwürdig. Der schwimmt auch irgendwie, der ist komplett aus Metall... Was ist passiert? Der schwimmt einfach. Okay, dann gehen wir mal los. Oh, kann ich mich draufstellen und so und wir schwimmen eine Runde? Nein? Nee, irgendwie bin ich drin. Ach, was weiß ich, wir gehen weiter. Ah, ich bleib hängen. Zu fett, um zwischen den Bäumen hindurch zu haschen. Okay, so. Das war ein wilder Mischling. Ich könnte ja einfach mal richtig perversen Scheiß machen und die ganzen Mischlingshunde immer killen. Und das gebe ich Dogmeat zu fressen. Das wäre diabolisch. Ich denke, das werde ich machen. Ich stopfe das so in die Hundefutterverpackung und dann wird das nicht checken, okay? Gott, bist du schwach. Ich höre was. Oh, was ist das? Was ist das? Ich sehe etwas, ich höre etwas, aber ich... Oh Gott, Maurus, Ratten, weg hier. Shit. Ja, wo sind sie hin? Ah, die haben Schiss von mir bekommen. Zu der... Was? Was zum Geier macht ihr da? Oh, Jesus! Ich treffe richtig gut. Kein einziger hat getroffen. Okay, einer ist down. Zwei. Oh. Alter, die sind schnell. Schnell as fuck. Ich schlag ihn. So. Wie? Toll. Schießen die jetzt auch noch auf mich? Toll. Es läuft ja immer besser. Mega gute Aktion. Danke, Mausratte. Danke. Ich
vergifte die einfach mit den Blumen hier. Was zum Teufel? Du Scheiß, und hast mir mein Bein verknüppelt. Was hast du davon? Oh nein. Ah, ich bin ziemlich... das Icon oben rechts. Ich muss hier ganz schnell weg. Egal, ich kämpfe auch mit einem Bein. Das interessiert mich nicht. Was zum... Jeez, wie viel gibt's denn von euch? Vielleicht nehme ich doch mal das Vats. Oh, shit. Jesus. Auf den Baum zu schießen. Der hat nichts gemacht. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Okay. Oh, gee. Ah, fuck. Ich habe keine Muni mehr dafür. Toll, toll. Das sollte ich vielleicht vorher prüfen. Nur mal so ein Vorschlag. Nimm die Scheiße. Geduckt laufen. Und vorsichtig. Ah, Gott. Lava nicht. Da kommt auf einmal so eine Scheißflasche angeflogen. Oh, Mann. Oh, was machst du denn da? Der hat doch... Jeez. Alter, direkt hinter mir. Komm. Das ist... Lass mich doch einfach mal looten. Was ist das dann? Der hat eine 44er. Ich will die unbedingt haben. Nice. 44er merken. Was will man mehr? Haarklammerbox. Wieder eine leere Milchflasche. Also selbst kurz vor ihrem Tod so. Ja, ich werde diese Milch noch austrinken. Davon könnt ihr mich jetzt nicht abhalten. Schmalzlockenperücke. Okay, sorry, aber das muss jetzt wohl wirklich sein. Und auf einmal habe ich ganz andere Haare. Oh, Jesus. Das war verflucht knapp. Oh Gott, ich kenne es nur... Ich habe Arma gespielt, ja? Für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein Militär-Shooter. Und wenn man da Alt gedrückt hält, dann kann man sich umsehen. Und ich wollte meinen Charakter von vorne sehen. Also habe ich Alt gedrückt. Nur wenn ich hier Alt drücke in Fallout 4, dann sehe ich mich nicht um. Nein, da werfe ich eine Granate. In dem Fall ein Molotow-Cocktail. Das war echt scheiße knapp gerade. Ich habe die mir fast selbst ins Gesicht geworfen. Aber es ging ja alles gut. Oh, da hinten sind sie. Ganz vorsichtig. Ins Arschloch schießen. Oh shit. Nein, 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 nein. Nicht das Bein verknüppeln. Nicht das. Nee, 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 nee. Alter, das killt seinen eigenen Hund. Die murksen mich. Die murksen mich. Fuck, 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 fuck. Haha, wie das aussieht. Wie mit seinem Matrix-Mantel, der so im Wind flattert. Was ist das? Ah Gott, ich schmeiß euch alle auf die Pfanne später. Da steht schon der Grill. Was ist das hier? Ich will das haben. Wilde Mutabären. Verdammt, ich liebe Mutabären. Es gibt nichts Besseres als Mutamarmelade. So. Wo sind sie hin? Hatten die dann doch keinen Bock mehr? Vats zeigt nichts an. Okay. Brahminfleisch. Machen wir einen schnellen Barbecue? Alles klar, dann legen wir mal los hier mit dem Barbecue. Barbecue. Oh, da ist noch Money. Jetzt! Verdammt, Jim. Bleib da drauf liegen. Nein? Du willst da nicht liegen bleiben? Du willst also nicht liegen bleiben? Oh, da ist Messer. Jim, geh weg. Kampfmesser. Nice. Red Kakerlakenfleisch. Da wollte jemand schon ein Barbecue machen. Und dann hat das Brahmin ihn gebissen. Er hat den Brahmin ins Gesicht geschossen. Brahmin stirbt und er verblutet nachher. Ja, traurige Geschichte. Was zum? Ich habe gerade herausgefunden, dass wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält, dann kann man seinen Arm auch noch bewegen. Das ist zwar ein unnützes Feature an sich, aber irgendwie ist es trotzdem cool. Was bist du? Du bist schon wieder so ein Hund. Von euch gibt's echt scheiße viel. Nee, nee, nicht nachladen, nicht jetzt. Shit. So, das haben wir auch. Kann ich irgendwas mit den... Oh, was haben wir hier? Right away, Erkennungsmarken. Ich höre was. Oh, was zum Teufel bist du denn? Schon wieder so ein Hund. Okay, wisst ihr was? Ich benutze das jetzt einfach. Scheiß drauf. Ins Gesicht. Ich meine, ich spiele schon auf dem... Wirklich. Ich stehe ungefähr 2 Meter vor ihm und er trifft ihn nicht. Oh, was ich sagen wollte, ist, ich spiele schon auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, da werde ich einfach mal das Wets benutzen. Scheiß drauf. Oh nein, das... Guckt mal, das sind noch so kleine Welpen und ich hab gerade irgendwie die Eltern getötet. Wer ist hier das wahre Monster? Wer ist hier das wahre Monster? Sie. Ganz klassisch. Oh shit. Alter, die beißen mich. Wieso beißt ihr mich? Ich bin doch... ich bin doch nur auf der Durchreise. Chill. Fuck. Fuck. Benötigte Munition fehlt. Benötigte Munition fehlt. Jeez. So, die können da nicht runterspringen. Das sind eben noch Welpen. Die wissen nicht, wie das geht. Bin ich dann vielleicht mal da? Ten Pines Bluff. Und da ist der Typ, zu dem ich hin soll. Der soll aufhören, mit seiner Waffe auf mich zu zielen. Alles okay? Hallo? Kannst du die Waffe bitte runternehmen? Oder, ich weiß nicht, Siedler? Was willst Hallo? Du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Du bist doch derjenige, der mir die Waffe übers Gesicht hält. Was machst du da? Die Minutemen sind wieder da. Die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Wollt nicht zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte. Und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen.
Okay, das heißt, ich habe einen neuen Wegpunkt und da gehen wir hin und dann knallen wir alles ab. Kein Plan, was das ist. Warte, lass uns das mal... Ah, Ghule. So. So schnell kann man das herausfinden. Ich glaube, ich will mal eine Nahkampfwaffe ausprobieren. Warte, wo habe ich denn eine? Aber das ist echt cool. Seht ihr, der frisst gerade an diesem Brahmin. Also, dass die auch mal mit der Umwelt quasi interagieren irgendwie. Das ist cool. Alter, wie viele Ghule sind das? Ich glaube, das ist echt ein mieser Moment, um jetzt einen auf Nahkämpfer zu machen. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Wir testen jetzt mal die Impro-Automatik-Pistole. Mal gucken, wie die so hinhaut. Oh, okay. Im Moment macht die nicht mal so viel Damage. Ich hoffe, das ändert sich noch. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ey, die sind schnell. Die sind schnell. Die sind schnell, heilige Scheiße. Okay. Gib ihm. Wieso sind die so schnell? Ah, das sind so viel. Das sind so viel. Ah, nimm. Hier. Fresst die Scheiße. Gönnt's euch. Gönnt es. Wie viel sind das? Hört auf, das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, das sind vier. Oh mein Gott. Shit. Oh, falscher Knopf. Falscher Knopf. Okay. Null. Falscher. Wieder falscher Knopf. Warte, wo hab ich's? War es die 9? Es war die 9, oder? War die 9? Ja, war die 9. Mhm. Das. Okay. Scheiße, die ist leer. Gut, dass ich weiß, wo auf welcher Taste was ist. Nicht. So. Scheiße. Und dass ich treffe, es geht gerade alles schief, was schief gehen kann. Aber das ist okay. Weil ich habe eine Shotgun. Ist er tot? Nein, irgendwie wollen die auch nicht sterben. Okay, das habe ich. Oh, Kacke. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, als ich diesen Kampf angefangen habe. Okay, jetzt treffe ich sie gut. Oh. Die können Berge hochgehen. Die können bergauf gehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da hänge ich sie ab. Aber es gibt gute Erfahrungspunkte. Das ist meine Motivation. Alles für Erfahrungspunkte. War es das? Der hat sich bewegt. Errungenschaft freigeschaltet. Überlebenskünstler. Oh, da. Das war's jetzt aber, oder? Knochenkorken, Aluminiumdose. Nee, die kannst du behalten. Achterkugel. Die bringt doch bestimmt Glück oder so. Oh Gott. Ich sehe so viel Ghule und auf einmal greifen mich ungefähr 20 an. Ja, die halten wenigstens zusammen. Ghule sind vielleicht sehr stark mutierte Menschen, aber ihr Sozialwesen haben sie wohl behalten. Ich finde das sehr faszinierend. Vielleicht schreibe ich mal eine Doku darüber. Okay, jetzt kann ich das looten, wo die ganze Zeit geht. Shit, laber nicht! Der hat sich totgestellt. Dead Space Style. Ah nein, das sind ja noch mehr, komm! Jetzt reicht's aber langsam mal. Jetzt reicht's. Komm, scheiße, noch eins. Oh, einer ist down. Oh, der ist langsam. Oder habe ich den die Beine verkrüppelt? Nee, ist ja auch egal, jetzt ist er tot. Scheiße, irgendwie mögen die Ghule wirklich sehr gerne Aluminiumdosen. Vielleicht, wenn ich so eine mal droppe, wenn ich von denen angegriffen werde, vielleicht sagen sie dann, oh, danke für das Geschenk, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich höre irgendwas. Oder ist es die Musik? Nee, ich wusste, ich habe es gehört. Ha, hier kommt er nicht hin. Scheiße gelaufen, wa? Scheiße gelaufen, war cool. Das ist jetzt blöd, ne? Blöd, wenn die Arme zu kurz sind und man nicht weiß, wie man... Shit! Oh, fuck. Ich dachte nicht, dass er weiß, was er zu tun hat. Okay, hier bin ich jetzt aber wirklich sicher. Der weiß nämlich nicht, wie er klettert. Der rennt einfach mal weg. Das ist die Lösung, Ghoul. Du machst es richtig. So, jetzt noch ein cooler Sprung aufs Dach, bitte. Nice. Jetzt kann ich von oben rein. Yes, yes, yes. Ach, die Tür war offen. Ach, was weiß ich. Ich wäre reingekommen, wäre die Tür verschlossen, okay? Bisschen Respekt dafür, bitte. Klebeband, Benzinkanister, Hundefutter in der Dose. Ein Ordner. Die Tür ist aufgegangen! Scheiße, die können Türen öffnen. Ja, mein Gott! Was ist mit meiner Waffe los? Habt ihr es gesehen? Ich bin wieder hier. Es hat tatsächlich abgespeichert. Genau in dem Moment, als ich den Kampf starten wollte. Das Blöde ist, ich habe jetzt all diese Viecher nochmal vor mir. Ganz toll. Ganz toll. Scheiße. Stimpak. Nee! Nee, wieso? Toll gemacht, Ghoul. Du ruinierst wieder alles. Ich nehme schon wieder seit über einer Stunde auf, aber ich will das jetzt noch fertig bringen, okay? Das kann doch nicht so verflucht schwer sein, diese Ghule da kalt zu machen. Ich treffe nicht mal. Okay, okay. Ey, komm, wie soll ich denn dann ausweichen? Scheiße. Ey, komm, fuck off! Fuck off! Wisst ihr, man muss es ja mal ausprobieren. Also, Kampfmesser gegen 20 Ghule. Das kann nur gut gehen. So, testen wir mal, was dabei rauskommt. Ich nehme zu viel Damage. Ich glaube, das war keine gute Idee. Nee, das war sowas von keine gute Idee. Nein, chill, chill. Okay, Spritze. Stimpak meine ich. Ist keine Spritze. Ich nehme keine Drogen. Ah,
Die treffen mich immer. Wie soll ich da ausweichen? Okay, okay. Nee, scheiße, scheiße, shit, scheiße, scheiße, shit, scheiße. Ich drück alle Knöpfe und alles ist falsch. Okay, jetzt hat aber. Gut. Ich wollte das nicht tun, aber ich muss es machen. Ich brauche das Wetz zum Überleben. Mal sehen, ob er es hinbekommt. Ah, na, wirklich. Wirklich. Beim ersten Mal lief es halt wirklich noch am besten. Jetzt werde ich schon wieder schlampig. Jetzt mache ich schon wieder nur Scheiße. Das wollte ich gerade nicht mal. Stirb doch jetzt! Ah, weißt du was? Leck mich. Oh, das war jetzt aber badass. Könnt ihr jetzt nichts sagen. Das Ende war gut. Der Rest war katastrophal. Gott, ich bin so verflucht schlecht. Und ich vergesse auch immer meine Skillpunkte zu verteilen. Das würde die Sache so viel einfacher machen. Stimpaks stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her und Radaway entfernt noch mehr Strahlung. Ich denke, das sollte man ziemlich früh einsetzen. Wenn Stimpaks mehr Wirkung haben, ist das nie verkehrt. Weil die Dinger benutzt man immer und immer wieder. Der Ghoul hier hat eine Blechdose bei sich. Ich denke, ich verstehe langsam das System. Ich bin der Meinung, dass höhere, angesehenere Mitglieder der Ghoul-Familie Aluminiumdosen oder vielleicht Golddosen bei sich haben und die niedrigeren, die haben dann sowas wie Blechdosen bei sich. Das ist so ein Statussymbol, schätze ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich muss das noch weiter erforschen, bis ich da eine feste Diagnose stellen kann. Was war... Ach nein, du schon wieder! Wieso tust du mir das an, Spiel? Wieso tust du mir das an? Todeskralle? Glück war für mich eigentlich noch nie so wichtig, weil das, was mir an Glück fehlt, mache ich natürlich durch Skill wieder wett. Wir bekommen das auch so hin. Okay, chill, chill, chill doch mal. Chillt euer scheiß Leben. Ich brauche eine Powerrüstung, sonst bin ich ein Noob. Oh. Ey, ich weiß nicht, wie man den ausweichen kann. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt geht. Hilfe, Hilfe. Wieso kriege ich Strahlung? Was mache ich hier? Oh Gott, ich bin hier nur im Rumpfuchteln. Ich will doch nur wissen, was in diesem scheiß Haus drin ist. Und es geht alles schief. Hundefutter, das will ich haben. Gehen wir mal in den PC. Ladungsverzeichnis... Fuck, 2007, was? Stahldraht? Ach, lass mich in Ruhe. Komm her. Komm. Komm. Oh, scheiße. Zu lang gewartet, zu lang gewartet. Shit, shit, wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Nein, das sind... Ey, ich sehe immer einen und auf einmal sind es fünf oder so. Wenn ich wenigstens mich im Haus verschanzen könnte, aber nein, die können ja Türen öffnen. So, am Arsch. Ich muss mehr die Umgebung zum Kämpfen nutzen. So können die mir gar nichts. Es ist so traurig, wenn ich schon zurückdenke an die Todeskralle, dass ich immer nur gewinnen kann, wenn ich irgendwelche Bugs oder Fehler vom Spiel nutze oder einfach das mich immer so hinstelle, dass die Feinde mich einfach nicht erreichen können. Sonst verliere ich immer. Aber gut. Das ist jetzt entweder sau dämlich und arm, was ich hier mache, oder es ist super clever. Entscheidet ihr. Gut, dann schauen wir jetzt noch hier oben rein. Okay, jetzt habe ich Übergewicht. Ich habe zu viel Sachen eingepackt, ich kann nicht mehr schnell gehen. Gut, ein guter Moment, um aufzuhören. Ich wollte eigentlich nur noch schnell das mit den Ghoulen machen. Und ich nehme schon wieder seit einer Stunde und 20 Minuten auf. Deswegen, das war Folge 3 von Fallout 4. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge.